Stress beeinflusst unser hormonelles System. Und es spielt da überhaupt keine Rolle, wo der Stress eigentlich herkommt oder was uns stresst. Ob das beim Sportler, beim Leistungssportler, die Übertrainingszustände sind, bei einer Frau familiäre Probleme, Probleme am Arbeitsplatz. Alle diese Faktoren wirken sich auf unser hormonelles System aus. Wenn heute so über Hormondiagnostik, über Hormonausgleich gesprochen wird, dann guckt man sich im Grunde genommen nur immer auf der Ebene der Hormone an und sagt, okay, was ist denn verschoben? Haben wir ein Ungleichgewicht zum Beispiel? Zu viele Östrogene, zu wenig Progesteron oder haben wir einen Mangel an den männlichen Hormonen? Aber was meines Erachtens sehr wichtig ist, dass wir immer auch eine Ebene tiefer gehen und gucken, was sind es denn für Faktoren, die dazu führen, dass das hormonelle System aus dem Gleichgewicht kommt. Schilddrüse habe ich vergessen, auch das ist ganz wichtig bei einer Schilddrüsenunterfunktion. Da spielt zum Beispiel der Stress auch eine ganz entscheidende Rolle. Es gibt im Grunde genommen dort verschiedene Faktoren, die dadurch da wirklich eingreifen in das hormonelle System und dazu führen, dass dieser Metabolismus der Hormone durcheinander gebracht wird. Das ist ganz klar das Stresshormon, was vermittelt wird durch das Stresshormon Cortisol. Das ist das Stresshormon mit einer zirkadianen Rhythmik. Das sind aber genauso gut eben versteckte Entzündungen. Auch diese versteckten Entzündungen wirken sich direkt auf die gleichen Enzyme aus und führen eben dann auch zu einer Verschiebung. Oder als dritter Punkt hier zu nennen, auch ein sehr wichtiger Punkt, die Hyperinsulinämie, die letztendlich auch zur Entzündung führt und die Entzündung dann wiederum sich auch in Stress bemerkbar macht, in zu viel Cortisol. Was ich hier abgebildet habe, nochmal, das ist so ein relativ komplizierter, aber wir versuchen es ganz einfach zu machen, so ein Ablauf der Steroidhormone. Zu den Steroidhormonen gehören die ganzen Sexualhormone dazu, da gehört Progesteron zum Beispiel Gruppe dazu mit den ganzen Metaboliten, da gehören die Mineralkortikoide dazu, das sind die, die den Wasserhaushalt, Blutdruck regulieren, Aldosteron zum Beispiel, da gehört dazu die überwiegend männlichen Hormone, wobei alles kommt bei Mann und Frau vor, Dehydroepiandrostenedion, dieses Anti-Aging-Hormon, was zum Beispiel auch beeinträchtigt wird durch Stress, dann Testosteron und hier unten finden wir diese große Gruppe der Östrogene. Ich will in diesem Videobeitrag jetzt gar nicht mit Ihnen da explizit letztendlich ins Detail gehen, dass wir uns die Hormone angucken. Ich möchte aber gerne Ihnen mal das klar machen, was dort passiert. Sie müssen sich vorstellen, dieser Hormonstoffwechsel ist wie ein Fluss. Nehmen wir uns den Rhein. Der Rhein entspringt irgendwo in der Schweiz, irgendwo im Gebirge. Und was wir dort haben, ist Cholesterin. Cholesterin ist der Ausgangssubstanz, das ist sozusagen das Wasser, was die ganzen Steroidhormone füttert. Und dann haben wir irgendwo eine große Stadt, jetzt eine erste große Stadt am Rhein, Basel, und dann haben wir das Pregnenolon. Das ist die Vorstufe von den Steroidhormonen. Und dann im Laufe des Rheines kommen die einzelnen Metabolite und das Wasser fließt sozusagen immer stromabwärts. Es ist so, dass bei den Steroidhormonen nie den Weg rückwärts gibt. Deswegen muss man sich auch mal sehr genau überlegen, was setze ich für ein Hormon ein, weil immer alles fließt sozusagen den Bach runter. Ja, geht immer in Richtung Meer und geht nie zurück. Und deswegen müssen wir uns immer genau angucken, was setzen wir dort für Hormone ein. Jetzt gehen wir mal aber ins Detail und gucken uns das mal an. Und ich mache sie mal ein bisschen, habe mich mal klein gemacht und das Ganze mal ein bisschen größer. Wir haben diesen Metabolismus oben, ganz groß, sehen Sie jetzt hier, das Pregnenolon. Das ist die Ausgangssubstanz der Steroidhormone und alles wird gebildet aus dem Cholesterin. Also Cholesterin abzusenken bis zum Gehtnimmer macht keinen Sinn, weil das eine Vorstufe ist eben von den Steroidhormonen. Und dann haben wir den Weg hier vom Pregnenolon hier runter und da kommen wir zu einer großen Gruppe, die haben wir hier und hier haben wir diese Cortisol-Metabolismus. Ich werde Ihnen das in einzelnen Videos nochmal detail erläutern, weil zum Beispiel für die Gewichtsregulation gerade dieser Metabolismus hier zum Beispiel, Moment, mein Stift, der Metabolismus hier zum Beispiel auch sehr interessant ist und wirklich eine große Rolle spielt. Wenn jetzt eben zu viel Stress da ist, wenn wir eine Entzündung da haben, dann passiert Folgendes, dass unser Organismus praktisch die Stoffwechselwege abdreht. Er macht sozusagen eine Staumauer auf. Und die Staumauer liegt dann hier und hier. Und die ganzen Hormone, der ganze Metabolismus fließt dann hier runter in Richtung Cortisol, in Richtung Stresshormon.
Und was passiert bei unserem Fluss, wenn wir jetzt irgendwo eine Abzweigung einbauen, das Wasser ableiten, weiter oben, hier Mainz zum Beispiel oder Niederrhein, kommt plötzlich weniger Wasser an, weil das ganze Wasser letztendlich sozusagen in dem Fluss schon vorher verbraucht worden ist. Und genauso bitte ich Sie, dass Sie sich das vorstellen, wie es zu diesen hormonellen Fehlregulationen kommt. Das heißt, was uns dann passiert durch diesen Hormonklau, durch die Stresshormone, ist das, dass wir einen Mangel haben hier an dieser Gruppe der Androgene, wenn man größer. Bei den Androgenen haben wir das Dehydroepiandrostendion oder auch zum Beispiel das Testosteron. Das sind Hormone, überwiegend männlich dominierende Hormone. Nehmen wir lieber den Begriff Anabol, aufbauende Hormone, wachstumsfördernde Hormone, für die Muskulatur zum Beispiel verantwortlich, auch für die Stimmung letztendlich auch verantwortlich. Dieser Block fehlt. Und jetzt kommt es, und diese Androgene werden wiederum weiter verstoffwechselt. Dann sehen wir den Weg hier runter. Sie sehen, man muss ein bisschen größer machen. Dann sehen Sie es hier, das Testosteron geht zum Estradiol runter und das Androstendion geht zum Östron hier runter. Vielleicht mal eine andere Farbe nehmen. Hier, Estradiol und Östron. Und hier haben wir die weiblichen Hormone. Das heißt, die weiblichen Hormone werden aus den Androgenen gebildet im Stoffwechselweg. Das ist immer interessant, sich das mal klar zu machen. Das heißt, der Weg geht immer von den Androgenen dann zum Östradiol. Und die Folge von diesem Ganzen ist dann ein Ungleichgewicht. Und dann finden wir eben solche hormonellen Verschiebungen. Zu viel Cortisol, zu wenig DHA, zu wenig Androgene, zu viel Progesteron im Vergleich Östrogene im Vergleich zu Progesteron, eine Östrogendominanz, die dann auftritt. Und das Ganze wiederum macht sich dann klinisch bemerkbar. Das macht sich dann bemerkbar, zum Beispiel an solchen hormonellen Veränderungen, die wir hier finden. Das heißt, auf der einen Seite ist diese Zunahme des Bauchfettes, ne, mit Sicherheit ein Ernährungsfaktor, hyperalimentär. Aber was wir hier sehen, und das ist auch sehr interessant, wir sehen hier, dass der Bauch natürlich zunimmt, das viszerale Adipositas. Das ist eine Folge von dem zu viel Cortisol, von dem zu viel an Cortisol. Cortisol führt dann dazu, dass das Bauchfett zu groß wird. Und Cortisol baut auch die Muskulatur ab. Ja, wir haben hier praktisch bei der Frau, hier im Gesäß sieht man sehr deutlich, praktisch keine Muskulatur mehr. Die ist total abgebaut. Was früher vielleicht mal hier, ich sag's mal, ein Knackarsch war, ist jetzt hier im Grunde genommen in Fettgewebe umgebildet. Und was man aussieht, was auch so ein typischer Effekt ist, der Zunahme der Brüste, dann einfach in zunehmendem, dann einfach größer werden, dann ein Einfluss letztendlich der hormonellen Veränderung. Muskulatur geht zurück. Und wenn wir jetzt solche Veränderungen haben, solche hormonellen Veränderungen haben und jetzt hier versucht wird, eben mal, Gewicht zu reduzieren, was weiß ich dann, was häufiger gemacht wird, was ich heute Morgen war ich in der Stadt auch gesehen habe, dann ist von der Apotheke Werbung für Proteinpulver, die es frei zu kaufen gibt, dann passiert hier Folgendes, nämlich gar nichts nochmal. Die Patientin wird vielleicht ein paar Kilo abnehmen, aber die Grundsituation, die hormonelle Grundsituation hat sich überhaupt nicht verändert und durch die Proteine habe ich möglicherweise dann noch eine Veränderung im Bereich des Mikrobioms. Also eigentlich kommt das ganze System noch mehr durcheinander. Mit der Folge auch, die wir immer ja wieder finden, dass die Leute dann mal zwar oder die Menschen dann kurzfristig eben Gewicht abnehmen, aber langfristig dann eben das Gewicht ruckzuck wieder zugenommen wird. Diese Profile oder diese hormonellen Veränderungen, die lassen sich dann übrigens, diese hormonellen Veränderungen, die wir hier haben, die lassen sich übrigens ohne Probleme heute messen. Wir können diese ganzen Steroidhormone ohne Probleme erfassen. Wir können die Verschiebung der Östrogene erfassen, Progesteron zu Östradiol-Verhältnis zum Beispiel. Und wir können genau gucken, liegt eine Insulinresistenz vor oder liegt eine Entzündung vor oder haben wir eben zu viel an Cortisol über ein Cortisol-Tagesprofil. Wie gesagt, wir haben mit Sicherheit ganz, ganz viele Fragen haben, gerade wenn wir so ein bisschen in die Tiefe einsteigen, da wird vielen von Ihnen wahrscheinlich schon auch so die Augen aufgehen und sagen, Mensch, das ist ja interessant, dass man endlich mal jemand diese Zusammenhänge erklärt und ich verstehe, warum was passiert und auch verstehe, warum bestimmte Maßnahmen häufig, die gemacht und wo viel Geld ausgegeben wird, ins Leere laufen, wenn ich eben nicht unter der Oberfläche gucke, wenn ich nur den Eisberg angucke, nur das, was über der Wasseroberfläche ist und nicht mehr angucke, was eben sich unterhalb
der Wasseroberfläche abspielt. Wie gesagt, auf diese ganz kleinen Hormone, die einzelnen Stoffwechselwege, gehe ich nochmal im Detail ein, weil das zu lernen und zu verstehen, denke ich mir auch für viele natürlich von höchstem Interesse. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nochmal ganz kurz für die, die neu sind. Mein Name ist Dr. Ralf Kirk, habe ich ganz vergessen am Schluss. Und wie gesagt, ich freue mich natürlich alle über Abonnenten, über die positiven Rückmeldungen, die ich bislang habe. Das ist ja mal ein Experiment. Wie kommt sowas an? Ist man zu detailliert? Was erzählt man? Also auch bin ich da sehr dankbar, wenn Sie mir Ihre Rückmeldung geben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.